Wir haben ja eines dieser Bilder hier. Das ist das Porträt von Justus Sustermans, das Sie hier sehen. Da war Galilei schon im Hausarrest. Das von Leoni ist früher der große Prozess, war 1632. Galilei bewegt die Welt bis heute. Was hat er getan? Er hat ein neues Weltbild bewiesen und damit etabliert. Er hat die Erde damit endgültig aus dem Zentrum gerückt. Das hat natürlich Kopernikus vor ihm getan, nämlich 1543 schon. Galileis Leistung war die Begründung mit empirischen Beobachtungen im heutigen Sinne. Es war der Blick durch das Fernrohr auf die Jupitermonde. Aber Galileis innovative Leistung ist wesentlich umfassender und grundlegender. Es ist die systematische Anwendung mathematischer und empirischer Methoden in vielen Bereichen. Es ist die methodische Begründung der heute sogenannten Naturwissenschaften. In Galileis eigenem Sprachgebrauch nannte er das Philosophie. Galilei hat einer Zeitströmung mit einer Vielzahl neuer Erkenntnisse ein Gesicht und eine Stimme gegeben. Aber man hüte sich vor dem abendländischen Missverständnis der Überhöhung der individuellen Leistung. Ein paar biografische Notizen. Es gab einen ersten Geheimprozess gegen Galilei im Jahr 1616. Der wurde eingestellt. Die Anklage ging wohl damals schon um das kopernikanische Weltbild, aber auch um den Atomismus, nämlich das Verständnis der Materie. Es gab eine geheime Anklage, einen geheimen Prozess. Der Angeklagte wurde nicht gehört und weiß nichts von dem Prozess. Schweigepflicht aller Beteiligten. Warum kommt uns das so bekannt vor? Galilei hat später, 1623, in seinem Buch Saggiatore, zu Deutsch die Goldwaage, die Scholastik und die Jesuiten verspottet, hat dafür viel Zustimmung gekriegt, aber natürlich auch sie viele Feinde gemacht. Und sein langjähriger Gönner, Kardinal Bellini, der später Papst Urban VIII. Wurde, hat dieses Buch durchaus genossen, hat sich das vorlesen lassen. Aber Galilei ist dann in einen Machtkampf des Vatikans geraten. Es hat dann im Jahr 1633 einen Prozess gegeben. Da ist Galilei verurteilt worden wegen Ketzerei und bis zum Rest seines Lebens, 1642, dann zum Hausarrest. Aber dahinter gibt es eine andere Geschichte, die erst die Historiker in jüngster Zeit herausgefunden haben. Dieser Prozess um das kopernikanische Weltbild, der ist von dem Papst Urban an sich gezogen worden, sozusagen der Inquisition aus der Hand genommen worden. Und die Anklage ist auf dieses kopernikanische Weltbild beschränkt worden. Die ursprüngliche Anklage der Inquisition war aber ihn wegen Atomismus, wegen seines demokratischen Weltbildes anzuklagen. Und diese Anklage hätte mit Sicherheit mit einem Todesurteil enden müssen. Warum? Weil dieses Verständnis der Materie praktisch ein zentrales Dogma der katholischen Kirche ausgehebelt hätte, nämlich die Transsubstantiation, ich will da nicht näher darauf eingehen, nämlich die tatsächliche Verwandlung beim Abendmahl in Leib und Blut Christi. Papst Urban hat offensichtlich diese Gefahr gesehen, die auch seine eigene Machtstellung betroffen hat, hat dann Galilei fallen lassen, aber ihn vermutlich das Leben gerettet und sich die Macht gerettet. Erst 350 Jahre nach seinem Tod ist Galilei dann von der katholischen Kirche rehabilitiert worden, was immer das heißt, nämlich im Jahr 1992. Ich selbst bin sozusagen in der Schule auf Galilei gestoßen. In der Abiturklasse haben wir Bert Brechts Theaterstück Leben des Galileis gelesen. Ich habe selbst meinen Abituraufsatz über dieses Theaterstück geschrieben. Es behandelt die politischen und wissenschaftlichen Aspekte dieser Zeitenwende, das alte gegen das neue Weltbild und zentral in diesem
Drama von Brecht ist die Turmszene. Die vatikanischen Hofastronomen wollen nicht durch Galileis Fernrohr schauen, weil sie wissen, dass es da nichts zu sehen gibt. Was ist eigentlich der Gegenstand, der Inhalt, die Bedeutung dieser Zeitenwende? Was bedeutet das für das, was folgt und auch für das, worüber ich noch im Weiteren sprechen will? Das Wichtigste ist wohl, dass die alleinige Deutungshoheit der Kirche über alle Lebensbereiche seit Galilei unwiederbringlich gebrochen wurde. Ihre umfassende Macht wurde noch lange nicht gebrochen, aber die Deutungshoheit. Empirie wird wichtig. Was ist das aber genau? Der Beginn der wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzungen und Klärungen beginnt dann. Wie geht man um mit Erkenntnissen, die einem nicht passen? Das heißt, das Ignorieren von Fakten hat seit Galilei eine lange Tradition. Die Tradition des Wegschauens und des Nicht-Wissen-Wollens. Man schaut auch heute nicht durch das Fernrohr, wenn man weiß, dass es dort nichts zu sehen gibt. Die Turmszene ist allgegenwärtig. Nur zwei Beispiele, Klima und Peak Oil. Wir kommen noch darauf zurück. Galilei in Brechts Drama hat sozusagen ein Vermächtnis, dass er seinem früheren Schüler am Ende seines Lebens mitgibt. Und das ist, ich will diesen langen Satz durchaus vorlesen, denn er ist, glaube ich, gültig bis heute. Galilei, also Bert Brecht lässt Galilei sprechen: Ich halte dafür, dass das einzige Ziel der Wissenschaft darin besteht, die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu erleichtern. Wenn Wissenschaftler, eingeschüchtert durch selbstsüchtige Machthaber, sich damit begnügen, Wissen um des Wissens willen aufzuhäufen, kann die Wissenschaft zum Krüppel gemacht werden. Und eure neuen Maschinen mögen nur neue Drangsale bedeuten. Ihr mögt mit der Zeit alles entdecken, was es zu entdecken gibt. Und euer Fortschritt wird doch nur ein Fortschreiten von der Menschheit weg sein.